Das nehmen wir auch alles natürlich, weil das ist von Julian. Das bisschen Geld nehme ich auch gerne. Okay, er gibt deutlich weniger wie der Xenogiva, aber ich konnte das natürlich jetzt auch nicht einsetzen so richtig, ne, weil... Das Feldteam hat sich am Haupttor versammelt. Sieht aus, als würde es zu einer Expedition in den Wald aufbrechen. Ja, yeah, ist okay. Jetzt können wir erstmal wieder mit dem nächsten reden hier. Können wir mit der... Das ist ja auch irgendwie Story, ne? Beeindruckend. Bin froh, dass du in Sicherheit bist und Glückwunsch zu einer weiteren guten Jagd. Wir haben die Bewegungen des Theostra und der Lunastra verfolgt. Sie befinden sich jetzt irgendwo in der Heimat der Ältesten. Theostra und Lunastra sind einzigartige Drachenältestenpaare. Es gab jedoch nie Berichte darüber, dass sich die beiden auch zusammen losziehen. Aber die reichen Ländereien der neuen Welt haben uns eine Gelegenheit geboten, die wir ausnutzen müssen. Dies ist eine seltene Gelegenheit, dieses Paar Drachenälteste miteinander agieren und umeinander werben zu sehen. Um extrem seltene Fälle sind oft die schwierigsten. Deshalb möchte der Kommandant, dass du diesen Auftrag übernimmst. Sprich mit der Wildexpertin, wenn du bereit bist, die Quest, kein Erbarmen, keine Kapitulation anzunehmen. Heißt das, er jage Theostra und Lunastra? In 15 Minuten. Nein, wir gehen erstmal zur Kantine. Wir werden jetzt erstmal gucken, was das hier für ein Auftrag ist. Hey, Partnerin. Ja, hi. Eine neue Quest bekommen machen. Ich gehe davon aus, dass es eine optionale... Ist das eine Hauptquest? Das ist eine besondere Quest. Töte alle Zielmonster. Lunastra und Theostra. Ja, Theostra sollte kein Problem sein. Lunastra dann schon eher. Und das ist eine 8-Sterne. Die machen wir also auf jeden Fall noch, bevor wir die andere Bestie töten. Ich würde mal eben gerne auch zum Schmied gehen. Und mal gucken, was der sozusagen hat. Ich frage mich. Weil der Lunastra ist ja jetzt wieder so ein ganz normales Monster, oder nicht? Und dann hat er eine Rüstung? Fragezeichen. Ich hoffe nicht. Doch, hat er Tatsache. Lunastra Flügel. Wir müssen seine Flügel brechen. Edelstein hat er auch. Die ist viel schwächer als das, was wir jetzt haben. Gibt es auch neue Waffen jetzt, wenn es neue Rüstung gibt? Gibt es ja manchmal auch neue Waffen. Mal eben gucken. Tatsache. Brauchen wir den Edelstein auch direkt. Aber die sind relativ gut. Oder? Die sind auch voll schwach eigentlich, ne? Wenn ich mir überlege, wie viel Schaden wir machen und wie viel die machen gerade mal, ist das eigentlich auch eine schwache Waffe. Aber dafür ist das wahrscheinlich dann wieder stark, ja? Weil dafür brauchen wir Tickets und Tickets holen wir uns nicht. Aber schön, dass noch zwei Monster kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das nochmal farme. Also das für so ein Ticket, wo ich nicht mal weiß, wo ich es herbekomme, farme ich nicht, sage ich gleich.
So, dann ist die Frage, was wir jetzt noch machen. Ne? Machen wir jetzt Theostra und dann machen wir die Basil-Viecher. Hey, Partnerin. Also ich glaube, das wird halt richtig schwer, ne? Das wird aber auch nicht einfach. Manu. Ich bin ehrlich, ich bin neugierig, weil das ja auch noch eine 8-Sterne-Quest ist. Ich bin neugierig, wie das aufgebaut ist. Weil letzten Endes ist das natürlich jetzt, ich bin ehrlich, ich gehe nicht davon aus, dass wir das jetzt schaffen. Aber ich möchte es mir wenigstens einmal angucken, ja? Alles oder nichts. Töte den Theostra und töte die Lunastra. Ich bin ehrlich, ich würde gerne mit der Lunastra anfangen. Weil wir dann das starke Monster weg haben. You know what I... Also es ist halt so, ne? Ich glaube, der Lunastra ist stärker als der Theostra. Weg auf der Beine? Fragezeichen. Ich bin ehrlich, wenn die beiden sich bekriegen, finde ich das super. Beide gegen mich finde ich ein bisschen krass, um ehrlich zu sein. Weil beide halt so schnell sind. Also ich schätze, für den Theostra brauchen wir... Ich kann mich nicht bewegen! Ist mir egal. Sollen die beiden kuscheln, wie sie wollen. Also die beiden auf einem Haufen ist auch anstrengend, aber... Naja, gut.
werde mich nicht heilen. Ist mir egal. Tatsache. Leute, das wird so nix. Dafür muss ich mich besser konzentrieren können für die Mission. Effektivität verbessert, okay. Klingt zwar blöd, aber dafür muss ich mich besser konzentrieren können. Das kriege ich heute nach einem langen Tag so nicht mehr hin. Das Feldteam hat sich am Haupttor versammelt. Sieht aus, als würde es zu einer Expedition in den Wald aufbrechen. Da ich jetzt befürchte, dass es keine einfachere Mission mehr geben wird. Tendenziell erstmal. Basil-Doppelklingen könnten wir eigentlich herstellen, ne? Das fände ich gut, wenn wir die hätten. Daurahorn fehlt uns noch. Weil 240 Explosion und 240 Eis ist natürlich super gegen Theostra. Deswegen machen wir diese Mission erst, wenn wir diese Klingen haben. Können wir denn den... Gefahr! Katastrophe! Ja, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Tutorial. Untersuchung gehärteter Monster. Auf hochrangigen Expeditionen kannst du Spuren von gehärteten Monstern finden und Forschungsberichte über sie freischalten. Gehärtete Monster, besonders starke Exemplare ihrer Art und zwar unglaublich gefährlich. Aber wenn du eins bezwingst, erhältst du Materialien zur Augmentation. Wenn du denkst, du bist der Herausforderung gewachsen, lohnt sich das Risiko durchaus. Die Chance, einen Forschungsbericht über ein gehärtetes Monster zu erhalten, steigt, wenn du Spuren von gehärteten Monstern sammelst. Ich habe keine Ahnung, was ein gehärtetes Monster ist, aber es ist okay. Ich wollte gerade sagen, ich habe eigentlich nach hier sowas gesucht, weil wir brauchen den Kusala Daura ja noch. Ich bin ehrlich, ich würde das ja gerne ausprobieren, ne? Aber wenn ich den Barot jetzt jage, dann bringt mir das ja nichts. Ich gedenke, wir werden an der Stelle erstmal den Stream für heute beenden und abspeichern. Wir haben heute eine ganze Menge geschafft. Wir werden dann nächstes Mal vermutlich in die Event-Quest gehen und den Xenojiva jagen. Dann werden wir die restlichen Materialien farmen. Ich denke, das ist erstmal der richtige Schritt. Wenn wir dann das Materialien gefarmt haben, werden wir uns diese Feuer- und Eiswaffe besorgen und basteln. Und mit dieser werden wir dann den Lunastra und den Theostra jagen gehen. Das ist so mein Plan. Und nachdem wir dann den Lunastra und den Theostra gejagt haben, müssen wir uns erstmal umgucken, ob es nicht noch eine neue besondere Quest gibt. Und sonst werden wir uns erstmal der letzten besonderen Quest dann widmen.
welche ja von Final Fantasy angeregt wurde, von der Nebenquest. Und gucken, was uns dort erwartet. Und danach werden wir uns den Basils, den beiden widmen, die erste 9-Sterne-Aufgabe der Hauptaufgabe. Da wir dann ja alle besonderen Aufgaben erfüllt hätten, nach meinem Plan. Ich denke, das ist ein ganz guter Plan. Wie gut der funktioniert oder nicht, werden wir sehen. An das Duo Theostra, Lunastra, ich kann gleich sagen, da werden wird es einige Fails geben. Da muss ich mich erst dran gewöhnen, weil die beide super schnell sind. Und wenn die im Duo auftreten und ich die nicht schaffe zu trennen, wird das Ganze wohl schwierig. Vielleicht muss ich mir mal aneignen, Dummkapseln zu benutzen. Naja. Ich wünsche euch jetzt aber erstmal, beziehungsweise dazu erstmal, dann dazu kann ich mich dann immer noch wenden, wenn es denn soweit ist und ich dann tatsächlich auch das brauche. An der Stelle wünsche ich euch noch einen wunderschönen restlichen Abend. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Start ins Wochenende. Wir sehen uns morgen wieder. Wir starten morgen mit Portal 2, einem niegelnagelneuen Projekt auf diesem Kanal. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne gute Nacht und ja, bin damit raus und sag bye bye, danke fürs Zuschauen, bye.